In dem Moment, wenn der Hund bei uns durchs Tor kommt, ist er ein Teil von unserer Familie. Hier wird sich individuell um ihn gekümmert, hier wird er gefüttert, hier wird er beschäftigt, so wie es ihm gefällt, hier wird er geliebt und hier darf er einfach Hund sein. Durch unser großes Gelände, das wir hier haben, von 10.000 Quadratmetern, können wir dem Hund natürlich eine optimale Auslastung bieten. Wir haben zusätzlich natürlich auch noch einen Pool. Wir haben hier einen schönen Hundespielplatz, wo wir mit den Hunden auch trainieren. Wir gehen mit denen Gassi, wir haben tolle Abenteuerausflüge für die Hunde, die im Rudel ohne Leine laufen können. Denn unser Motto ist natürlich auch, nur ein Hund, der gut ausgelastet ist, ist auch ein loyaler Freund. Und diese Ausgeglichenheit der Auslastung brauchen wir natürlich auch dann in der Gruppenhaltung. Hundepensionen haben manchmal nicht den besten Ruf. Man hört gerade von vielen meiner Kollegen, Hundetrainer, Verhaltenstherapeuten, Tierärzte, die verhaltenstherapeutisch arbeiten, dass der Hund durch einen Aufenthalt in der Hundepension traumatisiert werden könnte. Da bin ich nicht ganz der gleichen Meinung. Man muss den Unterschied schon ziehen zwischen der Zwingerhaltung und der Gruppenhaltung. Der Gruppenhaltung ist natürlich so, dass Gemeinschaftlichkeit macht stark. Ist natürlich abhängig davon, wie wird eine Gruppe geführt. Es darf natürlich keine gemobbt werden, gestresst werden, gejagt werden, bedrängt werden, unterworfen werden. Wir sorgen dafür, oder unser Motto ist einfach, dass wir die Starken schwächen und die Schwachen stärken, sodass wir ein Gleichgewicht in die Gruppenhaltung bekommen. Und jeder Gast sollte eine soziale Sicherheit und psychische Stabilität bei uns bekommen. Das ist wichtig. Unser Personal ist auch gut geschult. Wir haben regelmäßig interne Weiterbildung. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass in einem Krankheitsfall wir sehr schnell reagieren können. Das ist der Vorteil einer professionellen Hundebetreuung. Das heißt, hat ein Hund ein Krankheitssymptom, wir sehen es schnell. Wir haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk in der Veterinärmedizin. Wir können sehr schnell handeln. Wir probieren natürlich auch so viel Transparenz wie möglich in den Hundeurlaub mit einfließen zu lassen, indem wir viele Bilder und Videos auf Facebook setzen, auf unsere Facebook-Seite. Aber wir werden auch häufig natürlich gefragt bei der Abholung des Hundes von dem Halter, und wie hat es ihm denn gefallen? Wir sagen immer, fragt euren Hund selbst. Weil wenn ihr zum zweiten oder zum dritten Mal zu Besuch hierher kommt und der Hund steht am Zaun, kann es kaum abwarten reinzukommen, dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Und noch für weitere Informationen könnt ihr euch gerne auf unserer Webseite umschauen unter www.frankshundeherberge.de oder www.frankshundetraining.de. Also, wir freuen uns auf euch. Bis bald!